Die Jugendlichen fühlen das auch, wenn er nicht erwünscht ist oder wenn er irgendwie diskriminiert wird. Diskriminierung erfolgt ja nicht durch die Taten, sondern mit Blicken und mit Worten. Und eure Kinder, die was hier geboren sind, die sind auch unsere Kinder. Wenn sie das einmal sagten, die Einheimischen, dann fühlten sie ja die ganzen Leute, die was da leben, fühlten sie viel wohler und dann taten sie das Land auch viel mehr dienen. Nicht? Wie wollen sie jetzt, die arbeiten auch produktiver für das Land, nicht kontraproduktiv. Sagen ja, die wollen uns eh nicht. Wir besuchen das Jugendzentrum auf der Hallainer Perna-Insel. Früher war es ein Treffpunkt für Türken und Österreicher. Mittlerweile kommen hier fast nur noch Jugendliche aus Migrantenfamilien her. Früher war schon ziemlich viel, aber jetzt, keine Ahnung, kommen es nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Sie können gern kommen, aber ich weiß nicht. Es gibt eigentlich keinen Streit, warum. Fühlst du dich wohl da? Wohl? Naja, manche mögen ja nicht so Türken und dann fühle ich mich nicht so wohl. Manche sagen, dass wir wieder zurückverschwinden sollen in die Türkei und so. Und das mag ich halt nicht so. Stolz zeigt uns der 13-jährige Emre seinen österreichischen Pass. Türke oder Österreicher? Für viele Jugendliche hier ist diese Frage nicht eindeutig zu klären. Ich bin hier geboren und bin seit der Geburt da. Und, ja. Wie fühlst du dich? Als Türke oder als Österreicher? Mehr als Türke. Mehr als Türke, ja. Warum? Ja, weil Türkisch kann ich besser als Deutsch, obwohl ich Deutsch auch schon fast perfekt kann. Und ich verstehe mich mit allen Türken und mit Österreich mit ein paar nicht. Und deswegen eher für Türken. Ich habe kein Problem mit Österreich. Du bist ja Österreicher. Ja. Bildung gilt als Schlüssel zum Erfolg, gerade bei Integration. 15% der nicht deutschsprachigen Schüler verfügen über keinen Pflichtschulabschluss. Bei Inländern sind es nur 5%. Wenn das Kind in der ersten Klasse nicht gut Deutsch kann, wird es gleich in die Sonderschule verstuft. Und dann die Sonderschulen sind ja voll mit türkischen Kleinkindern. Und warum? Weil da kein System da ist, der was sagt, ja, die türkischen Kinder gehören einmal irgendwie unterstützt die ersten Jahre, bis sie mal gut Deutsch können. Den richtigen Bildungsweg einzuschlagen, dafür plädiert auch Errol Yildiz, Wissenschaftler für interkulturelle und migrationssoziologische Fragen an der Universität Klagenfurt. Das ist natürlich ein soziales Problem. Und insofern muss die Schule, wenn man merkt, eben, dass Kinder, die bestimmte Kompetenzen nicht haben, dann muss die Schule darauf reagieren. Man muss politisch darauf reagieren. Es gibt ja auch Beispiele dazu. Die anderen Länder gehen ganz anders damit um. Wenn man Schweden als Beispiel nimmt und guckt, wie viele Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, die Schule schaffen und Abitur machen, ist sehr hoch. Also insofern hat das mit Kindern ja nichts zu tun. Hat er mit der Förderung zu tun. İzzet Yücel kam vor 35 Jahren als Jugendlicher nach Wien. Hier besuchte er die Berufsschule zum Kfz-Mechaniker. Heute betreibt er einen Stand am Wiener Hannovermarkt im 20. Bezirk, unterstützt von seiner Frau. Am Wochenende hilft auch seine 22-jährige Tochter aus. Ihr wurde in der Schule von einer höheren Bildung abgeraten. Man sagte ihren Eltern, sie würde es nicht schaffen. Ich habe Wert gelegt, dass meine Kinder halt in höhere Schulen gehen, also in Gymnasium oder in Uni. Also meine Tochter studiert jetzt in Wirtschaftsuni. Ich schwitze schon. Sie studiert Wirtschaftsrecht, ja. Wirtschaftsrecht. Mein Sohn ist im Gymnasium, 6. Klasse. Den sozialen Aufstieg hat Familie Yücel in dritter Generation geschafft. Und dennoch, ganz zu Hause fühlt sich Tochter Senem nicht. Wenn ich hier bin, bin ich Türkin. Auch wenn ich österreichische Staatsbürgerin bin, bin ich für die Österreicher, Türkin. Warum das kommt oder warum das ist, wissen wir nicht. Auch wenn man hier aufgewachsen ist, auch wenn man hier geboren ist und die Staatsbürgerschaft hat, man ist Türke. Man ist nicht Österreicher. Man kann sich auch nicht so fühlen. Ja, in 100 Jahren vielleicht. Dann leben wir eh nicht mehr. Stimmungsbilder aus Wien. Hier sind seit dem Wiener Wahlkampf die Wogen schwer zu glätten.
Mit starken Geschützen ist man hier gegen Türken aufgefahren, hat den Islam verunglimpft. Der echte Wiener nimmt sich kein Blatt mehr vor den Mund. Die dritte Türkenmüller haben bestimmt uns, wir sind schon weg vom Fenster. Da wird gesagt, in 20 Jahren hoch gibt es mehr Moslem als wir Christen. Das sind lauter Alpha-Tiere. Die Türken selbst haben nichts zu bieten. Es gibt keinen Wissenschaftler. Der einzige, der bekannt ist, war der Atatürk. Wir müssen sich an ihn anpassen. Es wird so weit kommen, dass wir in ein paar Jahren Ersprache beherrschen müssen. Kommen Sie zu uns in die Kreisneckergassen, das ist seine Schule, und da ist ein Österreicher, ein Christ, der ist Islame, ne, da was weiß ich. Na, hoch, und, was ist? İnsan umudu taşıdı, kimisi kırdı umudu, lakin kiminin sahip olduğu tek şey oydu. Die Jugend schafft sich hier ihre eigene Welt und bleibt lieber unter sich. Das Lokal Manhattan ist eines von vielen Treffs in Wien Favoriten, in dem türkischstämmige Jugendliche verkehren. Hier hat man seine Ruhe und muss sich nicht dauernd erklären oder rechtfertigen. Manche Slogans aus den letzten Wahlkämpfen sitzen noch tief in den Knochen. Wien darf nicht Istanbul werden, ausgerechnet, dass er Istanbul erwähnt oder so. Da haben statt Islam und so, ja, da merkt man schon, dass er gegen den Türken was hat. Also. Vor dem Lokal erzählen uns die Jugendlichen, wie sie den Alltag erleben. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe, also sofort gehe, und die nehmen mich nicht rein. Warum? Weil sie von mir Reisepass verlangen. Und sie müssen schauen, von wo ich komme. Und wenn ich zum Beispiel türkische Staatsbürgerschaft habe, sagen sie, nein, du darfst nicht rein, raus. Also das ist nicht gut. Wir haben eine andere Mentalität gegenüber zu katholischen oder Österreichern, sagen wir so. Und die was gewisse Sachen nicht einsehen können. Zum Beispiel im Monat Ramadan, wenn es fast ist, das kommt immer so komisch rüber. Und lacht man halt drüber, wieso machst du das? Oder Allah sieht das eh nicht und solche Aussagen. Unnötig, aber hört man da und da, aber das geht da rein, da raus. Und das achte ich zum Beispiel nicht mehr. Mutieren in Österreich ganze Stadtteile zu Türkenvierteln oder tragen diese Geschäfte zum wirtschaftlichen Erfolg einer Region bei? Alle kommen, die was brauchen, und eigentlich habe ich überhaupt keine Probleme, auch mit der österreichischen Bevölkerung nicht. Sie sind gern hier, solange der Service passt, Preis passt und alles, sagen wir mal so, die Freundlichkeit da ist, sind sie auch ganz gern hier. Hallein, Wien oder anderswo. Die Debatte um Integration wird seit Jahrzehnten geführt. Und viele sagen, dass die Aussagen des Botschafters nicht wirklich etwas Neues waren. Aber sie haben zumindest Schwung in die Sache gebracht.